Was hast du denn für eine Überzeugungsarbeit geleistet, dass Nico mal wieder im Büro ist? Was hast du gesagt? Nee, was war? Nee, Nico? Du, ich habe gesagt, entweder taucht er jetzt mal wieder auf, ansonsten kann er ganz zu Hause bleiben. Und er hat gesagt, ja gut, dann stehe ich jetzt mal auf und komm mal her. Der kam auch erst um 10:30. Ohne Flachs jetzt. Ja. Und dann haben wir heute Mittwoch. Ne? Heute ist Donnerstag. Donnerstag ist heute? Du musst die Kalender ohne jemanden umstellen. Du weißt ja, was Sache ist heute, Mann. Ich stelle nichts um. Ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Wenn die Dekadenz hier vor die Tür gefahren, ich bin mit dem Fahrrad gefahren heute. Ja? Ja. Da glaube ich dir nicht ein Wort von. Doch, das steht hinten in der Halle. Ja, ohne Flachs jetzt. Ein Drahtesel, kein E-Bike, kann ich mir nicht leisten. Aber wo E-Bike, kannst du mir ja schenken? Ich habe keins. Nee. Sehe ich aber. Alles Neues. Man macht noch nichts, ist gut. Man macht mal. Ich hole mir das Doppel und Dreifach wieder. Du weißt ja, es braucht nur ein wenig Glück. Steht da. Ja. Ja. Aber Glück, was ist jetzt mit dem Eimer Fertigspachtelmasse? Ja, was ist da denn mit? Hast du das? Kannst du nebenan kaufen im Baumarkt. Nee, das ist aber nicht. Wie nee? Das ist aber nicht die von Ronny. Das Schlimme ist doch. Ich kaufe auch da. Nee, Quatsch. Nee, haben wir aber da. Kannst du kriegen. Müsste eigentlich ja sein, ja klar. Mir wurde gesagt, da kann man noch ein bisschen besser mit Spachteln. Ja, da kann man noch ein bisschen mehr Krater und Hügel drauf machen, wie die Friedlein in der Ecke. Katastrophe. Ja, Baustelle ist bei mir zu Hause fertig, rundum zufrieden. Wieder Spaß gehabt mit Mirko. Sehe ich da eigentlich auch mal was von? Ja, Video oder so? Ja, kommt noch. Oh Gott, blamier mal schon so. Also ich muss dazu sagen, Mirko hat sich in einer Tour beschwert. Warum? Oh Gott, wie sieht das hier aus? Wer war das denn? Oh Gott, Idiot. Und dabei war er erst unten durch die Tür. Und dann kann ich oben. Ja, aber er war ein bisschen sauer, weil er gesagt hat, er hat die Wand vorher mit Paco gebaut. Ja. Beidseitig beplankt. Ja, doppelt. Richtig, richtig krass. Und dann musste er wieder abreißen. Und dann sagt macht er, man ja auch nicht. Nee, so scheiße. Ja, er sagt, die werden gebaut, um nie wieder abgerissen zu werden. So sieht es nämlich aus. Das war auf jeden Fall Statik nötig, die Wand. So wäre der ganze Tag zusammengebrochen. Also. Hat die Wand gehalten. Alles im versteckten Profil. Ah, deswegen hängt das so ein bisschen durch. Ja, ne? Ja, logisch, klar. So ein Scheiß aber auch. Aber liegt heute noch an? Du, wenn du dann gleich endlich weg bist, dann fahr ich auch nach Hause. Was machst du da? Mich verwöhnen lassen. Im Whirlpool. Mittags um 12. Mittags um 12. Anders erträgst du das Elend nicht mehr. Ich schon lange nicht mehr. Ich kann auch schon gar nicht mehr schlafen. Warum? Ich glaube, ich fange an zu saufen. Ich glaube, ich fange an zu saufen. Aber zu dir passt was Edleres. Morphium. Ja, aber Koks, das zieht nicht mehr. Das hilft nicht mehr. Wir sind nur wach von so einer Scheiße. Das ist auch alles Käse. Ich glaube, ich fange an zu saufen. Ja. In einem öffentlichen Video. Werbeunfreudigkeit. So, was ist jetzt mit Mad Max, by the way? Habt ihr das jetzt geklärt? Du, Mad Max, angeblich laut unseren Nobelpreis ist alles geklärt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da noch irgendwas rüber oder nicht oder doch oder ja, er wollte sich um alles schön, alles kümmern. Wird ja auch wohl gemacht haben oder ist auch bei. Weiß so eine nicht. Schöne Sommerbaustelle bei den Zierden, das ist aber was Schönes. Du selber bist ja nicht da. Da hast du es gewaltig mit, ne? Dass ich immer selber nicht da bin. Warum sagst du sowas immer? Ja, weil das war schön. Ich ziehe die Fäden aus dem Hintergrund. Ja, wenn ich bin der Kid, der das alles zusammenhält. Ja, wenn ich nicht wäre, dann wäre gar nichts. Was meinst du, was ja, aber wenn du auf der Baustelle wärst, wäre ja noch mehr. Nee, bist du damit klar, wenn ich mit Baustelle wäre, dann wäre da keiner mehr, weil ich würde die alle rausschmeißen. So. Ich ziehe die Fäden von hier. Wir planen hier alles, wir machen alles, wir besprechen alles. Dann sieht die Kamera ja natürlich nicht, weil dann bist du ja nicht da. Du musst immer nur hier hingehen, da eine Viertelstunde, und dann wirst du wieder nach Hause. Das wäre auch produktiv arbeiten, das siehst du ja nie. Da mach immer nur Kasperei hier. Nee, darum habe ich schon gesagt, ich muss einfach zu saufen. Bei Carsten filme ich immer seriös. Bei Carsten filmst du immer seriös, ja, ganz genau. Auch nur Kasperei da hinten und Späßchen und Lache, Lache und Hü, Hü. Und das ist auch nur der Carsten der Geilste. Ja. Fickt euch doch. Ich bin doch scheißegal. Geh nach Carsten und film darum. Ja, aber ich habe so eine Scheiße überhaupt keine Zeit. Du siehst, mein Tisch ist voll. Der ist schon seit 3 Tagen so voll. Ich kriege nichts abgearbeitet, aber gar nichts. Warum nicht? Ich. Ja, warum nicht? Weil wir was zu tun haben hier. Aber ja. Wir müssen zu tun haben. Immer noch ein Cappuccino. Oh, das ist alles nichts.
diese Dekadenz da draußen am Parkplatz. Das kann doch alles nicht wahr sein. Du. Das ist doch nicht. Wenn, aber das ist ja das Schöne, so als YouTube-Star, ne, darf man ja machen, was man will. Da darfst du alle Fahrzeuge zeigen und darfst darüber reden. Wenn ich das jetzt tue, dann sagt der Idiot und der ist doch nicht ganz dicht, der hat sich doch nicht alle und auf dem Rücken der anderen. Auf dem Rücken der anderen. Ja, weißt du, ja, so eine dumme Sprüche, komm doch dann. Also in Zukunft blenden wir das hier alles aus. Mal eine richtige Höhle hiervon. Morphium-Höhle. Ne? Und dann sagen wir nur noch, wir sind YouTuber. Dürfen wir alles. Da wird der Lamborghini vor die Tür gefahren. Scheißegal. Aber was willst du mit Lamborghini? Ist auch den würde ich mir auch nicht kaufen. Ich finde, der ist auch viel zu aufgesetzt. Nico, dem würde ein Lambo stehen. Das ist wohl richtig. Da hast du wohl wahr. Da müssen wir mal nach Hause fahren zu dem. Weißt du, wo der wohnt? In Papenburg. Ja. Und? Aber nicht irgendwo in Papenburg. Nee? Da ist ein Zaun um die Siedlung. Da kommst du gar nicht reingefahren. Ah, hier in Beverly Hills. Ja, ja, da musst du vorher mit, hier mit Chip und tü, da wird der Kennzeichen gescannt. Dann musst du mal reingucken, wie ist das überhaupt? Da geht die Schranke rum mit Fürth, da kannst du reinfahren. Da kommst du auf ein Gelände, denkst du, Alter, das hat doch alles nicht weiter. Was bin ich doch bloß ein armer Schlucker? Was bin ich doch bloß ein armes, kleines Licht? Das gibt's doch alles gar nicht. Und dann kommst du ran, ich sag, ja, und in welcher Wohnung wohnst du? Das ist mein Haus. Ah ja, nee, er ist da. 7 Etagen. Ich weiß es auch nicht. Hast du gesehen, das ist ein Fell? Diese kurze Sequenz, die du drin hattest im Video von diesem Bild, angehalten, kopiert, reingemacht und reingestellt, kommentiert und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie die alle können. Haben die zu Hause alle so super Computer zu Hause, die alle gleich und zack, zack, zack können oder was? Gibt's doch alles gar nicht. Ich sag mal, ich habe kaum Schino. Würde ich jetzt nicht nehmen und an die Wand schmeißen. Warum? Weil ich beim vierten Mal drauf bin, die Scheiße funktioniert. Aber vielleicht wird das sagen, dass man auch mal sauber machen muss. So eine Fettschicht drauf ist. Darf alles nicht machen. Lebst du wirklich in so einer Dekadenz? Warum sagt er das denn? Ja, weil es da halt ein bisschen schicker ist. Die Straße. Warum ist es da dann ein bisschen schicker? Wo wohnst du denn in Papenburg? Ja, dann willst du jetzt ins Video stellen, oder? Ja, das wäre schon lustig, aber. Nee. Wo wohnst du da denn? Oben Ende oder unten Ende? Oben Ende. Aber du hast ja noch kein eigenes Haus. Nein. Du lebst auch in der Wohnung, ne? Ja. Siehst du, nur Gerüchte, die Ron erzählt, ne? Hat er gesagt, das ist mein Haus, oder? Mhm, 7 Etagen. Ja, sollte er nicht erzählen. Wo warst du die letzten Tage? Weg. Was heißt weg? Baustelle. Nein, ich hatte keinen Urlaub. Nein, ich hatte keinen Urlaub. Warst du wieder Skifahren? Nein, auch nicht. Zur Bestrafung also, musst du einmal aus... draußen, liegt noch Schnee oder was? Du warst doch letztes Mal hier auch nicht Skifahren. Nee, in Österreich. Ah. Nein, einmal im Jahr sind wir da, in Österreich. Du fährst schon länger Ski, ne? 4 Jahre jetzt, ja. Knallst du dir da auch ordentlich abends dann rein? Nee, haben sie ja verboten wegen Corona. Echt? Après-Ski war nicht. Das ist jetzt irgendwie seit 2 oder 3 Wochen, glaube ich, erst wieder. Ätzend. Ja. Dann kontrollieren die dann, würde ich doch fassen, morgen nochmal hin, genau, dass die dann. Genau, und dann sollen die dann eben am Freitag den umladen und dann losdüdeln. Und da sollen wir schicken, welches Kennzeichen das ist, wer dann am Montag hin. Ja, okay. Montag kommende Woche, sagst du, ne? Ja. Und dann können wir den da eben einmal schnell hin oder er holt den ab oder wie auch immer. Ist aber auch fertig, ne? Ja, genau.